Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Edenauten und Aniana, oder wie heißen deine Leute? Du hast, glaube ich, noch gar keinen Namen, ne? Das ist noch in den Sternen. Okay. Vielleicht die Eiswürfel, man Eiswürfel. Weiß es nicht. Die Eiswürfelchen, das wäre lustig. An alle Eiswürfelchen. Das wäre schön. Das wäre lustig. Motto, don't eat the yellow snow, ne? Genau. Nee. Erstmal herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir haben 19.20 Uhr, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier. Ich muss noch gerade ein bisschen Stoff suchen, weil ich mir noch ein paar Verbände machen möchte. Warte. Ich hab aus der Kiste. Okay. Wir hatten nämlich jetzt beschlossen, dass wir in der Nacht dann in ein Haus gehen und looten, damit ihr halt auch was seht, damit genau. Wir jetzt nicht nur zu Hause rumgammeln. Also, das ist ja für euch auch langweilig. Richtig, aber bloß im Haus bleiben nachts. Kann ich nur empfehlen. Die Geier sind nicht lustig. Am besten nehmen wir hier so ein großes. Ja, das rechte? Das hier, ne? Ja. Da sind wir auch schnell zu Hause, falls wir doch fertig sind. Ja, müssen wir halt sprinten. Jo. Und wir brauchen halt die Punkte. Wir brauchen die Punkte. Zum, ja, genau. Schon wieder Schluck auf hier. Ich hab ausnahmsweise mal keinen. Ja, okay. Bombi! Bombi! Jo! Wo soll die Reise hingehen? Jo, ja. Schöne Karre. Was, schöne Karre? Jetzt habe ich gesagt, wo soll die Reise hingehen? Genau, wir werden uns halt unsere eigene Hordenbase bauen jetzt bei Zeiten. Da müssen wir langsam mal anfangen. Ja, machen wir jetzt noch. Lassen weg. So, und dann, hoffentlich bald die erste Horde haben. So, wenn du Fragen hast, einfach immer raushauen, ne? Immer raushauen. Die Sachen hier können wir alle einsammeln für Strom. Was für Strom? Ja, hier, die Rohre hier. Die kannst du alle so einsammeln. Stromkabel. Ach so. Ach, das ist ja... Damit verlegst du Strom. Oh. Wenn ich das Weil richtig in der normalen gecheckt Version hab. Muss man die ja nämlich immer nur abbauen. Ne? Genau, da geben die ja nur Eisen und so. Hier kannst du damit wirklich Strom machen. Oh, das ist ja praktisch. Dann saugen wir die mal direkt ein, so als kleiner Schlauch. Genau. Der Eisrose-Putzdienst ist wieder unterwegs. Blub, 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 alles weg. Genau, ich glaube sogar. Ja, ich habe noch keine Hacke, deshalb war es ganz gut, dass du die Tür aufgemacht hast. Okay. Ich so ewig lange gebraucht. Fangen wir erstmal hier unten an. Tür natürlich verschlossen, was auch sonst. Oh, schon wieder Essen. Echt jetzt? Ernsthaft? Was ist los? Ah, es ist ja alles voller Spikes. Das soll wegmachen. So. Eine stachelige Angelegenheit, du. Dankeschön. Ja, mit den Stühlen. Oh, jetzt wird's nur lustig, weil kein Helmlicht und so, ne? Ich hab Helmlicht. Soll ich dir das geben? Ich nicht. Ah, ich hab Nachtsicht. Das geht. Aber dann sehen deine Leute ja nichts. Ich hab ja ein Nachtsichtgerät. Ich hab Licht. Alles super. Ja. Ich hab ein Helmlicht. Ich nicht. Ich hab nämlich einen Helm, so einen Bergbauhelm gefunden. Okay. Ja, hast du Glück gehabt. Ja gut, ich habe ja das Nachtsichtgerät, ist ja kein Problem. Ja, das reicht ja auch dann. Wenn es so dunkel ist, kann ich ja damit dann was sehen. Ja. Wo es hier hingeht. Hallo? Zwei Minuten Kackenwaffen nur noch. Oje. Ich muss gleich auf Toilette. Alles offen. War, ich habe noch 34 Minuten. Ich habe extra noch geguckt, dass ich halbwegs noch hab. Nee, meine hat leider nicht gereicht. Hübschi. Draußen laufen wir, glaube ich, rum, ne? Wenn wir so weitermachen, haben wir das Haus gelootet, bevor es 22 Uhr ist. Ja, wahrscheinlich. Oh, nix. Mann. Egal. Alles
Aha. Der Gift-Shop hier. Ich glaube, da kommst du dann rein. Ich nehme mal hier Dingens mit. So. Nein, kein Gottmodus. Keinen Gottmodus, das möchte ich nicht. Wir wollen ja nicht cheaten hier. Oh. Ich bin auch schlau. Ich merke, mit der kleinen Steinaxt bitte nicht rechtsklicken. Warum? Ja, reparierst du die ganze Tür wieder. Ach Gott, ey. Komm, ich helfe dir. Schnauze. Da kommt da rechts. Kommt der Baumeister. Jo. Dankeschön. Hier lohnt sich so. Oh, hat sich auch nicht gelohnt. Naja. Eine Waschmaschine, ne? Ja, immerhin. Hier gibt's Leder. In Massen. Gleich Level 8. Was? Ich bin Level 11? Wieso bin ich denn jetzt so weit fortgeschritten? Keine Ahnung. Ah, vielleicht weil du die XP schon geskillt hast und ich nicht. Ah ja, ja, ja. Das habe ich diesmal echt wirklich direkt gemacht. Dass ich schneller XP kriege, weil das Mal habe ich ja die ganze Zeit hinterhergehangen. Naja. Also da habe ich noch nichts reingeskillt. Ja, das habe ich. Brauche ich noch zwei Punkte. Ich will abbauen. Jetzt erstmal das schneller abbauen und dann einmal XP bitte. Gibt es ja auch noch was anderes außer Töpfe? Weißt du, sobald du einen Topf hast, findest du immer weiter Töpfe, ne? Ja, ja. Aber schon wieder. 8 Töpfe im Inventar. Zuckerextraktrezept. Ja, da kann ich dir auch noch einen geben. Dann kannst du den einen ja auch noch mitnehmen. Fleisch- und Biertorte-Rezept habe ich gefunden. Okay. Nice. Soll ich das lernen? Soll ich wieder Essen skillen? Das habe ich schon gelernt. Okay. Hier ist der Topf noch. Ach. Ich hab doch 8 Töpfe, was soll ich denn damit? Weiß ich nicht. Boah, das ist aber verdammt hell, ne? Ah, dafür ist noch ein bisschen hell. Ich gehe jetzt mal hoch in die zweite Etage. Oder in die erste Etage vielmehr. Hier ist ja Erdgeschoss. Direkt Party hier. Party! Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Okay, Balkon. Hallo, schön, dass du zu mir kommst. Da muss ich nicht zu dir kommen. Hallo. Was ist denn das hier? Hallo, mach kaputt. Okay, das hat sich ja jetzt nicht gelohnt. Ja. Nicht wirklich, wa? Nee, in das, wo ich rein bin. Ich bin unten in dieses Gipsding. Okay, das ist nur Scheiß. Ich hätte mir schönere Sachen vorstellen können. Oh, da steht ja schon ein Giftgeschenk, ne? Und dann nix. Ja, echt so. Gibt's da irgendeinen Scheiß? Wow, ich hab Maiskolben gefunden. Oh. Da guckst du, wa? Wenigstens ein Klo. Also wenigstens ein Darm entleeren. Ja, so richtig. Budenschiss. So. Der Raum leer. Jo. Ah, da hängt noch der Fernseher, aber den will ich jetzt nicht abbauen. Durchgehauen oder was? Ja, da war der Zombie. Dann hab ich dem geholfen. Okay. Ist ja ulkig. Jau. Außer Spesen nichts gewesen. Wo kommt ihr denn hier? So wohl abgefuckt nerven. Hier warst du schon überall, ne? Weil da ja, hier lang. Hier war ich noch nicht. Auf der anderen Seite. So.
Oh, langsam wird es dunkel. Ich lasse jetzt mal hier so grün an. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Langsam ist dunkel genug dafür. Tada. So, heißt, wir können Punkte nehmen hier. Und zwar hier. 10% Erfahrungsgewinn oder schneller arbeiten. Ja, wir nehmen erstmal die Erfahrung. Dann können wir nämlich wieder schneller noch einen Punkt verteilen. Oh, ein Bett. Sehr voll. Jetzt ist es langsam richtig dunkel. Also, so ist das ganz gut hier. Ich habe mein Gamma auf 50, glaube ich, stehen. Deshalb sehen die Leute bei mir sowieso ein bisschen was. Aber ich habe jetzt auch mal Lampe angemacht. Ja, Lampe habe ich eigentlich immer an. Und jetzt hier habe ich halt das Nachtsichtgerät, weil du sonst gar nichts siehst. Also, mit dem Nachtsichtgerät sehen wir was. Wenn ich das ausmache, naja, dann ist so langsam hier wirklich schwarz. Ey, krass. Ey, du hast deine Gamma ganz unten, ne? Ja, nicht ganz unten. Ich hab die auch immer so auf 57. Standard halt. Ich kenne Leute, die spielen die mit 30 oder so. Das ist ja gar nichts. Nee, ist ja alles dunkel. Ja, eben. Ist ja das über alles dunkel. Aber die mögen das halt so. Bitteschön. Mir wäre das zu dunkel. Ja, mir auch. Könnte einfach ich will was Angst sehen. Jo. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt rennen die Zombies. So, wenn man das Rennen nennen kann. Dubidubi. Dubidubi. So, oh ne. Ich lieber hinten rum. So, überladen sind wir auch noch nicht, ne? Nein, auch noch jede Menge Platz. Können wir schon wieder klein machen hier. Dit und dit und dit. Dit ist klein. Passt, wunderbar. Da bauen wir uns einfach mal überall durch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Mach das, hau dich einfach durch. Hier ist ein Zombie. Irgendwo ist ein Zombie. Das hört sich nach einer Ecke an. Ecke! Mann. Ich muss sagen, die Eisenrüstung oder so, die bringt schon einiges. Ja, findest du? Ja. Die machen sehr viel weniger Schaden an dir. Dadurch. Jo. Sag eins mal, wer kloppt denn hier? Ich kann es dann nochmal hoch, okay. So. Mach die Tür auf. Kommt da irgendwer? Nein. Ich hab eine Idee. Warte mal. F7 war es, ne? Yep. So. Bing. Geil! Was ist denn F7? Ja. Wieso drücke ich, wenn ich Alt drücke, komme ich so da rein? Mit F7 kannst du das UI ausblenden. Habe ich einen Screenshot gemacht. Ach so. Ist ja vielleicht Banane. Naja, egal. Ist ja nichts passiert.
So. Habe ich mir für die Folge schon ein Thumbnail. Ach so, das könnte ich natürlich auch machen, ne? Also bei mir ist es, ich drücke Alt F1 und habe dann mit hier GeForce Experience ein Thumbnail gemacht, also ein Screenshot. Zur Not einfach Druck drücken und bei Paint einfügen, habe ich auch schon öfters gemacht. Ja, wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Jo. Ich weiß noch nicht, was sich da so gut eignet oder so. Am besten immer Gesichter, riesengroß, fett Gesichter. Mann, wo sind denn hier die Zombies? Ich will den klatschen. Oh, EP. Nee, nee, nee. Hammer, 23 Uhr. Das geht ja. Ja. Wir liegen gut in der Zeit, muss ich sagen. Ja, erstaunlicherweise. Los. Ehe, Kacke drin. Vielleicht was zu essen wäre nicht verkehrt jetzt. Aber ich find, ach, gut, dass du das sagst, du musst auch was essen. Immer nur leere Dosen. Leere Dosen, leere Dosen, leere Dosen. Schlimm. Ich hab mir Fleisch mitgenommen. Ah, hier habe ich eine Dose Schäm. So. Ah, hier habe ich nochmal Fleisch- und Biertorte-Rezept, falls du es brauchst. Ja, bitte. Okay. Du Lümmel. Boing. Hm, $7. Ah, hier haben die sich rausgehauen, okay. So. Dölle. Weg damit. Ich höre schon die Geier draußen. Noch keinen gesehen, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, weil ich wollte nämlich ein Thumbnail machen. Aber ich habe eine vollgeladene AK, kann ruhig kommen. Oh, ich habe so viele Schraubenschlüssel gefunden. Warum hast du so viele Schrauben locker? Ja, weiß ich nicht. Viele denken das wahrscheinlich. Ah, das macht nix, das macht nix. Normal ist ja langweilig. Jo. Unglaublich. Damit. Damit, warum stehen hier überall Spikes rum? Wehe, da ist nichts Gutes hinter. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo wir jetzt schon waren und wo wir nicht waren. Einfach immer weiter hochgehen. Fertig. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Oh, noch eine. Ist auch alles voller Spikes. Was soll das? Ah, hier ist eine
Leiter aufs Dach, okay. Hm. Das ist interessant, aber will ich da hoch? Bei den Geiern? Ja, ich komme jetzt gleich mit. Ich glaube nicht. Ich kick dich einfach runter. Fall um. Weißt du, wie die dich einfach runterdrücken? Hinten krampelt einer rum. Ja. Was gibt's denn hier? Shotgun Messiah. Schnell looten und abhauen, ja? Ja, bevor ich loote, oder was? Ja, bevor die Geier kommen. Da ist er doch schon. Oh nein, geh weg. Hau ab. Tschüss, ich will nichts von dir. Vielleicht macht's bumm. Also diese Geier, ja, sehr böse, sehr böse. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Die sind sehr, sehr böse. Die kreisen da so und ne, als würden sie keinem ein Haar krümmen und dann geht's du weg bist du. Oh, schön hier, der Sternenhimmel. Komm auch mal nach dir. Wow. Warte. Oh, dann kannst du sterben. Denk dran. Ich will ja gar nicht sterben. Da fliegt ein Geier rum. Geht denn nicht? Er ist da, diese Höhe ist der. Guck, da kommt er doch. Lass mich rein! Und? Geier! Rein hier! Weg! Nein, ich muss mal gucken. Ja. Wie hängst du denn da? Angst. Okay. Also ich gehe dann mal. Ne? Ich lasse ihn in Ruhe. So, man sollte die Geier respektieren. Was haben wir hier? Oh, ich habe Molotow-Cocktail. Wo bist du? Auf dem Dach. Okay, komm mal runter hier, dann kann ich dir das Rezept geben. Oder willst du unbedingt sterben? Nein, ich wollte ein schönes Thumbnail haben. Ist doch stockefinster, du siehst doch nichts. War schon Biertorte, ne? Wieso kann ich das nicht nehmen? Achso. Inventar vor. Vielleicht auch mal wieder Dings öffnen. Oh, ich bin so verpeilt, danke. Oh, das sieht aber lecker aus. Also ich mag kein Bier. Ich. Ja. Ist nicht meins. Bier. Oh, voll lecker. Bier ist bäh. Ein Bierchen? Oh, voll lecker. Nee. Nicht meins. Hui! Also, ich bin jetzt wieder unten im Erdgeschoss, dass du Bescheid weißt. Ich sammle gerade ein bisschen Ausdauer und dann versuche ich mal nach Hause zu kommen. Ob das klappt? Das werden wir sehen. Weit ist das nicht, aber das könnte interessant werden. Komm auch mal nach unten. Können wir zusammen rennen. Ich muss vielleicht mal was trinken, weil meine Ausdauer nicht weiter hochgeht. Ja, ach, wir müssen wieder essen, damit die hochgeht, ne? Nein! Ich geh mal hier rein, da kann ich von hinten. Könnten eigentlich auch hier so ein schönes Auto mitnehmen, ne? Nehmen wir mal das Auto mit erstmal. Wo denn? So. Unten in der Garage, wo wir ganz am Anfang waren. Hier hinten. Da ist der Weg kürzer, muss ich einmal ums Haus drum herum rennen. AKs Pflicht hier. Los geht's. Das hat auch was so in grün. Lauf, Forest, lauf. Du.
Schneller. Hui, geschafft. So, einmal runter. Also irgendwie ist hier gar kein Geier gerade. Ah, sei froh. Bin aber auch mal fast zu Hause. Okay. Vielleicht haben wir ihn ja auch verjagt. Ich nehme mal die Vitamine. Vorsichtshalber schon. Ja. Er weiß, wofür ich die brauche. Oh, prophylaktisch hier. Oh, Cotton. Oh, hier ist schon alles voll. Ich habe echt Angst, ey. Ah, das wird dauern, das alles einzusortieren. Den kann ich auch wieder essen. Eisen hier kannst du mir. Moment. Besser als meiner, oder? Ja. Ist der hier besser? Oder der? Hört sich an wie beim Augenarzt. Ist das besser oder ist das besser? So. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. So, wo sind die ganzen Stühle und so? Oder Holz? Ja, mal die Hälfte vom Holz. Bitteschön. So und so. So, kann er reinschmelzen. Passt. Wunderbar. Sehr schön. Wir machen ein paar Verbände. 95 Verbände, genau. Dann haben wir aber erstmal genug. Gedämpfte Verbindungsmod, fortgeschrittene gedämpfte Verbindungsmod, Erste-Hilfe-Verband, Gipsverband, Verbandskasten, verbesserte Fittingsmods. Okay. Oh, das da Fahrgestell. Ah, es gibt ein paar schöne. Zeug. Ein paar schöne Sachen. Oh. So. Wunderbar, wunderbar. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Alles. Da würde ich mal sagen, ist diese Folge heute ein bisschen kürzer, dann können wir den Rest der Nacht noch einsortieren und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge um 4 Uhr morgens wieder. Ja. Wo wir dann vielleicht mal losziehen können, um zu gucken, wo wir eine ebene Fläche haben für die Base. Ja, ne? Genau. Für die das könnten wir machen. Dann, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass ihr nichts verpasst. Guckt bei Anni vorbei und ich sag ciao mit V, bis zur nächsten Folge.